Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1800, dem Gameplay-Projekt hier auf der Stratigator. In der letzten Folge haben wir noch einige Items gekauft, die mittlerweile auch in weiteren Schiffen hier angekommen sein dürften. Da sind Items drin, die wir für unsere Gelehrten brauchen, aber auch Ferasse, Arek, Lisowskis und. Ich habe euch außerdem gefragt, was ihr euch so für Items normalerweise in eure Investorenhäuser reinmacht. Und da habe ich eine Antwort noch gekriegen vom lieben Herrn Fuchs. Und zwar, der packt immer Sand d'Artois rein, das päpstliche Papier und den Feuerwehrchef George. Ich habe gerade schon mal ein bisschen geguckt. Die Items gehen hauptsächlich dann eben auf weitere Bewohner. Also dadurch kriegt man noch mal einige Prozente dazu. Ähnlich wie wir es jetzt bei den Gelehrten auch gehandhabt haben. Und das würde ich eigentlich gerne mal ausprobieren. Ausprobieren, was heißt das? Ich würde das eigentlich mal ganz gerne hier unten bei unserer Insel ausprobieren. Die ist es natürlich nicht, sondern diese Insel ist es hier. Hier haben wir ja auch einige Rathäuser draufgestellt. Jetzt ist eigentlich nur die Frage, wie viele. 9 Stück haben wir auf der Insel. Okay, dann geht es jetzt eigentlich nur darum, die Items mal zusammenzusuchen. Denn wir haben davon einige, beispielsweise von der Saint d'Artois. Haben wir über alle Inseln verteilt, insgesamt 13 Stück. Und tja, das verteilt sich nur über die das gesamte Kap. Da werden wir uns also Leviticus, Crown Falls und Le Croisoan vornehmen und werden dort uns die Items mal abholen. Crown Falls ist ja noch mal was anderes. Warten wir Le Croisoan hier einmal hier rüber, bitte mit einem Schiffchen. Und dann hatten wir noch, wo war sie jetzt noch? Habe ich schon wieder vergessen. Saint d'Artois, alle Inseln. In Leviticus hatten wir die noch, die Dame. Dann schicken wir doch ein Schiff mal nach Leviticus. Okay, und hier in Crown Falls müssen wir sie dann natürlich auch einpacken. Die Mardame, und zwar sind das natürlich Rathaus-Items. 1, 2, 3, die packen wir uns ein. Dann das päpstliche Papier. Das hatten wir nicht so oft. Päpstliches Papier. Hier ist es. Das haben wir 6-mal in Legend City. Das heißt, wir müssen einmal kurz rüber wechseln. Das heißt, wir haben es aber schon mal 6-mal, was ja schon mal wenigstens eine gewisse Anzahl ist. So, die verschieben wir mal weiter nach hier unten. Wir könnten natürlich auch mal bei dem päpstlichen Papier gucken, wo wir das herkriegen. Händler, bei Archibald Blake bekommen wir das. Dann würde ich sagen, schicken wir doch mal ein Schiffchen rüber zum Archie. Und werden da mal gleich kurz gucken, ob wir da schnell Sachen herkriegen. Hier haben wir noch eine Great Eastern stehen. Okay, interessant. Während das passiert, alles drüben, können wir ja hier nochmal rübergehen und können einmal schnell gucken nach dem letzten Item, nämlich dem Feuerwehrchef George, den wir insgesamt tatsächlich exakt 9-mal haben. Und zwar über alle Inseln verteilt. Also wirklich alle. Montpellier, Leviticus. Leviticus können wir ja direkt einpacken. Yandelflock ist auch schnell eingepackt. Frikop ist schon da. Le Croisot können wir auch einpacken. The Pines müssen wir auf jeden Fall noch. Okay. Dafür machen wir uns doch einmal hier, was wir hier haben, packen wir ein. Und fahren das Ganze schon mal runter. Und dann fahren wir mal mit unserem wilden Schwan hier eine Runde. Währenddessen ist das Ganze hier schon eingekommen. Wir können hier ein bisschen was einsammeln an weiteren Items und liefern das Ganze hier runter. Mittlerweile sind ja auch unsere Ressourcen für den Bau unserer Weltausstellung angekommen. Das heißt, die können wir einmal ausladen und die Schiffe dann zumindest erstmal zur Seite stellen. So. Entschuldigt die kurze Unterbrechung, aber irgendwas scheint mir im Hals zu stecken. Gut. Dann gucken wir doch mal kurz weiter. Wir hatten jetzt hier unsere Great Eastern rübergeschickt, um hier einmal den Feuerwehrmann George. Wir holen auch noch die Saint d'Artois mit. Hier liegt sie auch und der Feuerwehrmann George ebenfalls. Die Saint d'Artois brauchen wir gar nicht so oft.
Aber wir können in der Zwischenzeit, wo das Schiff wieder fährt, kurz hier rüber und uns einmal angucken, wo wir unser Buch haben. 6-mal päpstliches Papier zur pränatalen Präservation wird eingepackt und wird verschifft ans Kap direkt nach Frikop. Da steckt's. So, und dann sind wir jetzt mittlerweile hier oben auch schon wieder angekommen und können hier mal nach lila Büchern suchen. 3 Stück brauchen wir von denen. Und die immer zu identifizieren, das geht eigentlich nur am Preis. Also die zu identifizieren, bevor man wirklich drauf geht. Hier haben wir beispielsweise 50% Arbeitskräfte, was auch ein gutes Ding ist, definitiv. Können wir eigentlich einmal mitnehmen. Wir brauchen das andere ja nur 3-mal. Und dann achten wir mal auf den Rest nicht so. Das päpstliche Papier kostet 224.000. Okay. Das heißt, darauf können wir jetzt achten. Und dann dürfte ja keins der anderen das sein. 190.000 nehmen wir auch nochmal mit. Die 50% Arbeitskräfte kann man auf jeden Fall gebrauchen. Wie viel waren es? 220.000? Irgendwas in dem Bereich. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. 224.000. Und hier haben wir nochmal. Aber für Arbeiterhaus und Handwerkerhaus, das brauchen wir jetzt gerade nicht. Warte mal, haben wir es jetzt schon 2-mal? Ja, cool. Das heißt, 224.000er Buch brauchen wir jetzt noch 1-mal. Und dann ist das Ganze auch schon abgehakt. Und wir haben alle relevanten Items, um die gesamte Insel auszustatten. Dann schon auf dem Weg zumindest dahin. So, das Buch brauchen wir aber natürlich noch 1-mal. Und aktuell sind wir nicht besonders glücklich mit dem, was wir ziehen. Wir ziehen generell relativ wenig lilane Bücher. Und wenn, dann sind die nicht in der Price Range. 244.000. Schade, 20.000 zu viel. 204. Wo versteckt es sich denn? Ich verspreche übrigens, dass auch wieder Folgen kommen werden, die viel, viel weniger mit Items zu tun haben. Also mit Itemkauf vor allem. Da müssen wir auch mal überlegen, ob man das vielleicht einfach mal außerhalb der Aufnahmen abhakt. Das könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob das vielleicht vorbereitend nebenbei schon mal gemacht werden sollte, bevor es dann wirklich in eine Aufnahme geht. Ich bin mittlerweile nicht mehr ganz sicher, ob das so funktioniert. Das hier nehmen wir auf jeden Fall auch einmal mit. Ist ein super Buch. Ob das hier mit den Geldbeträgen immer stimmt. Oder ob die manchmal ein bisschen variieren. Weil manchmal habe ich den Eindruck, dass die ein bisschen variieren. Und das ist natürlich schlecht, wenn man dann nur anhand dieses einen Indikators das Buch bestimmen möchte. Jetzt habe ich links unten nicht auf den Preis geguckt bei dem einen Buch. Hoffentlich war es das nicht. Hoffentlich hat das keine 424.000 gekostet. 424.000. Ja, nah, aber reicht leider nicht. Auch nah, leider zu hoch. Wir suchen ein Buch, was etwas in der Mitte liegt zwischen den ganzen Büchern, die wir hier gerade ziehen. Und zwar bei 224.000. Und wir ziehen es einfach nicht. Gigantische Schlote hätten wir nochmal. Wir haben keinen Platz mehr für andere. Wir brauchen jetzt das eine Buch jetzt noch. Weil sonst können wir das nicht mehr alles hier auf dem Schiff transportieren. Und ich hole garantiert kein extra Schiff ran. Um jetzt hier ein Buch zu kaufen. Oh. Nah genug ist es nicht. 2000 zu niedrig, der Einkaufspreis. Hier kommt's nicht mehr. Bist du out of stock oder so? Vielleicht müssen wir ihm gleich einfach nochmal einen Moment Ruhe geben. Während wir drüben schon mal Items einsetzen. Und dann hat das bestimmt direkt im Angebot für uns. Da war jetzt mehrmals 221.000. Da muss ich vielleicht auch nochmal ein Auge drauf werfen. Aber eigentlich, komm, wir hatten, entweder hatten wir am Anfang verdammt viel Glück
dass wir es schon zweimal gekriegt haben oder wir haben jetzt verdammt viel Pech. Ihr könnt es euch aussuchen, in welche Richtung das ist. 212.000, alles nicht das Richtige. Leider. Alle zu billig oder zu teuer. Selten nur ganz knapp. Es gibt aber auch verdammt viele von diesen Büchern. Da ist es auch nicht mit dabei gewesen, obwohl wir diesmal drei gedreht haben. Was wir auch schon relativ selten haben. Auch hier nicht mit dabei. Auch hier nicht. Auch hier nicht. 244.000 war da jetzt gerade einmal. Das wird es aber ja wohl nicht gewesen sein. Ich bin mir mittlerweile mit den 224.000 nicht mal mehr sicher, weil ich gar nichts in die Richtung gesehen habe, leider. Boah, wir rerollen schon wieder für mehrere, für 1,1 Millionen hier. Für ein Item, was 224.000 kostet. Sonst stellen wir es jetzt gleich einfach im Forschungsinstitut her. Bin ich jetzt auch nicht so abgeneigt, das Ganze einfach so zu machen. Wir rerollen noch bis 1,3 Millionen. Bis ein Reroll 1,3 Millionen kostet. Wenn es sich bis dahin nicht gefunden hat, dann werden wir das Ganze per Forschungszentrum herstellen. Ich glaube, das hat eh gerade frei. Ah, da ist es. Das päpstliche Papier. Okay, gut. Alles klar. Dann fahren wir jetzt einmal rüber ans Kap, direkt nach Frikop. Und wir hüpfen auch nochmal rüber ans Kap. Aber ja, wir können auch direkt einmal nach Frikop hüpfen, um die Items auszuladen. Das wollte ich aber eigentlich gar nicht. Denn wir haben hier noch ein bisschen was anderes zu tun. Wir müssen nämlich noch ein bisschen was anderes einsammeln. Hier haben wir nämlich noch Items liegen, die wir noch brauchen. Wo haben wir, es ging glaube ich um den Feuermann dabei, um George. Georg. Wo haben wir ihn noch liegen? Montpellier, Leviticus und Frikop. Also Montpellier und Leviticus müssen wir noch anfahren. Das heißt, hiermit müssen wir nur noch Montpellier anfahren. Denn Leviticus haben wir schon ein Schiff hingeschickt, um Saint-D'Artois abzuholen. Und dann können wir den Feuerwehrmann George natürlich mit einpacken. Und den auch schon mal hier runter liefern. So, das Schiff ist leer. Hier das Schiff ist noch nicht leer. Jetzt ist es aber leer. Das heißt, dich parken wir auch mal zur Seite. Und während wir kurz auf die anderen Schiffe warten, können wir hier natürlich schon mal anfangen einzusortieren. Mit Saint-D'Artois, dazu den Feuerwehrmann und dazu das päpstliche Papier. Das bedeutet 20%, 10% und 30%. Das sind 60% extra Einwohner. Auch hier wieder gratis. Ist natürlich eine starke Sache. Wir können hier erstmal ein Item abholen und können uns dann wieder den Entwicklungen widmen. Denn wir haben damit dann auch das letzte Item, was uns hier noch fehlte. Oh, sogar einmal zu viel fertig. Okay. Der Dekan der Dekanitischen Universität ist hiermit einmal zu viel in unserem Besitz. Was heißt zu viel? Wir werden bestimmt nochmal Gelehrte bauen und dann werden wir die auch brauchen. So, wir laden hier weiterhin die Items aus. Und da kommt auch schon die Medusa 3 an mit den relevanten Items, die wir noch brauchen. Und dann müssten wir eigentlich alle Items schon haben. Nein, müssten wir nicht. Denn hier müsste noch ein Schiff beim Montpellier stehen, was hier nochmal ein paar Items einlädt. Und dann wird das Ganze runtergefahren. Hierhin. So, dann können wir hier einfach schon mal weitermachen. Ein paar weitere Items einsetzen. In der Zwischenzeit. Ich bin bisher immer mit Mr. Garrick gegangen, weil der ja, ich glaube, Uhren zur Verfügung stellt oder so. Aber das hier halte ich auch für eine vollkommen valide Sache. Und dann können wir hier auch unser Monument mal kurz zu Ende bauen. Da sage ich doch mal Monument mal. Ja, super. Ist damit ausgestattet. Gucken wir mal kurz. 1, 2, 3, 4. Dann wäre jetzt hier das dran. Das muss noch abgestattet werden. So, jetzt brauchen wir auch die neuen Feuerwehrmänner. Sonst kommt es hier zu einem Problemchen. Da kommen sie auch schon an, die restlichen Feuerwehrmänner, die wir noch brauchen. Und die werden natürlich auch direkt hier ausgeladen und dann eingesetzt.
So. Schauen wir mal. Hier sind wir damit schon fertig. Das heißt, es geht erstmal hier oben weiter. Saint d'Artois, Feuerwehrmann, Buch. Und wir brauchen die Bücher noch. Wo bleiben unsere Bücher? Wo verstecken sie sich? Okay, sie sind schon relativ nah. Das heißt, wir können mal kurz weitermachen mit den anderen Items schon mal. Und können hier natürlich schon mal Saint d'Artois und auch den Feuerwehrmann ausrüsten in den jeweiligen. Und dann passt es hier auch wirklich perfekt mit den Feuerwehrmännern, die wir haben. Und dann fehlen jetzt nur noch die Bücher, die jetzt in einem der nächsten Schiffe sein müssen. In dem da, wunderbar. Und die Schiffe können wir alle schon mal wieder Richtung Crown Falls schicken. Um da Schiffe zur Verfügung zu haben. So, was laden wir hier aus? Wir laden hier nur die päpstlichen Papiere aus, würde ich sagen. Sonst macht das alles keinen Sinn. Und können das dann auch wieder einmal noch hier hochschicken. Und dann können wir in die drei Handelskammern, wo das Buch noch fehlt, das auf jeden Fall noch reintun. Und damit haben wir wiederum Bevölkerung gewonnen. Sehr schön. Wir sind jetzt bei 460.000. Die wachsen jetzt noch an bis auf 80. Das ist natürlich wirklich enorm. Von eigentlich, was hatten sie eigentlich? 40? Kann ja eigentlich nicht sein, ne? Gucken wir mal nochmal. 50. 50 haben sie eigentlich. Und dann wachsen sie an bis auf 80. Das lässt sich auf jeden Fall sehen. Das sind einige neue Leute dazu. Wir können hier jetzt auch eine Weltausstellung beginnen. Aber ich glaube, wir haben nicht besonders viel von den Ressourcen da. Sieht eher so semi aus. Also die erste Kiste, okay, die zweite kriegen wir vielleicht noch durch den Rum. Aber dann ist auch schon wieder vorbei. Gut, damit haben wir die erste Insel mit diesen Items ausgestattet. Ich finde das eigentlich ganz gut, die irgendwie mal umzumodeln. Das würde ich jetzt aber nicht lange, also jetzt irgendwie machen. Das würde ja wieder einige Folgen dauern, bis wir hier oben alles ausgetauscht haben. Da habe ich keine Lust drauf und ich denke, da habt auch ihr keine Lust drauf. Das können wir auf jeden Fall besser machen. Vor allem wird es ja eh nochmal interessant jetzt, wo der Season Pass 3 ein bisschen genauer angekündigt ist. Wir wissen, dass schon in 2 Wochen das nächste DLC mit Speicherstadt kommt. Da können wir, glaube ich, nochmal viel machen. Hier haben wir noch eine Küste, die suboptimal genutzt ist. Ich bin gespannt, wie man das dann wirklich einbauen wird. Und wie sich das dann auch lohnt. Hier kommt gerade unsere gesamte Armada kommt hier gerade an. Wir hatten eben ein paar Probleme mit Ingenieursarbeitskraft. Deshalb würde ich jetzt noch mal überlegen, hier hochzugehen, wollte ich gerade sagen. Aber wir haben scheinbar zu wenige Konserven. Woran liegt das denn? Was ist unsere Konservenhandelsroute? Konserven nach 3 Crown Falls. Haben wir eine dedizierte Handelsroute und kann auf Crafting Isle Land einfach nicht genug einladen. Das heißt, wir gehen nochmal rüber und hier steht der Strom still. Das ist aber ganz schlecht. Oh je. Stillstehender Strom ist schlecht. Moment, hier sagt der Insellagerplatz ist voll, aber hier können nicht mehr eingeladen werden. Wo ist dieses Schiff? Ist es gerade im Kap? Ja, es ist gerade im Kap. Schauen wir mal kurz, ob da vielleicht gerade ein Problem ist, dass es irgendwie anders beladen ist. Taschenuhren, Konserven. Nein, es ist nicht anders beladen. Warum sagst du mir, du könntest hier nicht einladen? Wenn der doch sagt, hier ist voll. An Gulasch. Gulasch ist voll. Warte mal, Gulasch ist aber ja nicht Konserven. Das heißt, wir brauchen noch Konservenfabriken. Moment, aber wir stellen Gulasch her? Ach so, für die Weltausstellung. Natürlich, macht Sinn. Ergibt vollkommen Sinn. Okay, dann werden wir hier mal noch 1, 2 weitere Konservenfabriken bauen. Und gucken uns dann doch vielleicht noch mal kurz weltweit an, wie das denn mit Konserven aussieht dann. Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Wo kommt denn der Bedarf her? Also wir produzieren alles auf Crafting Isle. Aber wo kommt dieser Riesenbedarf her? Wir haben doch gar nicht mehr so viele. Oder?
Ich glaube, wir haben nicht mehr so viele Häuser davon. Also wir haben hier oben noch ein bisschen was, ja. Die brauchen natürlich Konserven, die brauchen Konserven. Aber das war's doch dann eigentlich, oder? Haben wir hier irgendwo noch ein geheimes Viertel versteckt? Ich glaube nämlich nicht. Okay, das werden wir uns nochmal anschauen müssen, denn sonst können wir natürlich auch auf Crown Falls nicht aufsteigen. Und es kann gut sein, dass wir da nochmal ein bisschen expandieren müssen, was die Produktion angeht, oder uns zumindest angucken müssen, wie wir das Ganze wieder ins Laufen kriegen oder temporär zumindest versorgt kriegen, weil viele von den Handwerkern werden wir ja nicht mehr haben auf Crown Falls. Ich bedanke mich aber jetzt erstmal ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Heute haben wir neue Items in unsere Investorenhäuser gesetzt, auf unserer neu gebauten Insel Frikop, also relativ neu, ne? Wir können auch noch mal kurz rüberspringen dahin. Und ja, beim nächsten Mal müssen wir dann schauen, was wir mal machen. Ich freue mich auf jeden Fall auf neue DLCs, auf neue Inhalte. Und ich bedanke mich aber jetzt erstmal ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns.